Das dauert okay. Wir werden später auch gesagt, mit ihr reden. Jetzt sabbel nicht, das geil. Also. Da weiß man, was man hat. Der hat irgendwie leicht die Nase verstopft. Kann das sein? Haben wir das schon ausgeräumt hier? Ja, höchstwahrscheinlich. Nicht alles ablegen. Meine Güte, dieser verlockende, blöde Knopf. So. Taufrische. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Zeig mal. Einbeerensaft, den hätte ich gerne. Und zwar alle 5. Wir sollten sie wirklich alle kaufen. Und Verbände. Oh, Verbände. Oh, jetzt sind wir schon wieder pleite. Aber warte mal. Wir machen erstmal Handel abschließen. Ich wollte doch da noch was tun. Und zwar. Magierrobe 1, 2, 4, 6. 6 Schutzpunkte. Und hier 1, 2, 3. Oh, das sind 1. Oh, Bauch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Sieht auch geiler aus. Ist gemacht. So, Halbschuhe. Nee, das sieht ja aus wie Latschen. Sandalen. Alter Bauch, hör auf zu knurren, du machst mich lächerlich. So, warum ist das hier alles nicht gestackt auf Stapeln? Mhm. Ja, und dann soll er es nach vorne. Ach ja, und er soll wieder hier die Verbände natürlich haben. So. Mhm. Warum? Frag mich doch nicht. Paket für den Müller. Sollte ich verkaufen? Auf der Stelle. Piraine zum Gruße. Im Garten. Es heißt Piraine. Das wissen wir seit dem letzten Mal. Also der ist mindestens genauso nervig wie mächtig und gut ist Strunklers gut, ne? Mit seinen von Polypen verstopften Nebenhöhlen. Magierrobe. Die Halbschuhe verkaufe ich mal und das Taschentuch und den Kampfstab. Kann denn Feiris vielleicht, ich wollte gerade schon wieder sagen Klattis, kann sie denn vielleicht die Magierrobe tragen und ist die dann vielleicht besser als ihr Kleidchen? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kann sie das tragen? Nee, aber das Kleidchen finde ich schöner. So, dann komm mal her. Piraine zum Gruße. Es ist Piraine. So. Du alte Dresine. Dann Handel abschließen. Und hoffentlich können wir jetzt mal hier ein bisschen was umlagern. Das ist nämlich wichtig. Gut, gut, gut. Ja, und wir gehen bald auch rüber zum Schiff. Sag an, du bist schon mal bei den Nordmännern gewesen? Das nicht. Bei den Nordmännern? Sie schwaffeln bis an eure Küste. Voll die geilen Sprüche da. Also die Voice-Actor sind... Sag mal, was ist hier los? Kann man nicht einmal in Ruhe einfach nur durch die Gegend laufen und seines Handwerks folgen? Diggi. So, da ist noch eine. Aber wenigstens, guck mal, jetzt sind die Kadaver komplett... Ah, einer ist da. Ja, hier hinten gibt es noch überall diese komischen... Ja, man kann sie nicht alle... Man kann sie nicht alle looten. So. Lass mal noch ein bisschen schauen. Also anfänglich ist ja das Geblubber von den NPCs ganz lustig und man hört gerne zu. Aber mit der Zeit, wenn man sie ein paar Mal gehört hat, die ganzen Sprüche, dann möchte man eigentlich nur noch sagen... Schnauze, wie der Franzose sagt. Er mördert erstmal die Pflanze. So.
Das ist ein bisschen übertrieben mit den Fliegen, finde ich. Vor allen Dingen sind die ja schon mal lang. Und da haben sie uns nicht angegriffen. Was zum Geier? Was zum Geier, Digga? So. Ja, mal sehen, wie viel ich davon kriege. Da ist die nächste. Naja, kann sein, dass wir heute hier nur in Nadoret rumhängen. Das wäre aber auch nicht schlimm, oder? Schön viele Einbären. Nee, ich würde ganz gerne, bevor wir nach... also in die nächste Gegend aufbrechen. Oh, schäbige Kiste. Würde ich wirklich ganz gerne auch ein paar Heiltränke und oder zumindest hier die Einbärensäfte haben. Weil völlig ohne jegliches Heilmaterial würde ich schlecht finden. Alter, man sieht hier gar nicht, wo die Pflanzen sind. Ist das da eine? Mann. Da hat Radon Labs mal wieder überhaupt nichts draus gelernt. Andere Sachen haben sie gelernt. Allerdings finde ich auch diese Sache, dass man also das Ausbilden nochmal, also das Steigerungspunkte verteilen, dass man das nochmal bestätigen muss. Das ist irgendwie auch nicht so eine gute Idee gewesen. Mecker. Ja, ist doch wahr. So, noch mehr Einbären, das ist schön. Das ist nicht schön. Alter. So, müsste auch bald immer eine Pause machen. Hier sollen ganz viele Pflanzen sein. Ich kann sie aber beim besten Willen nicht entdecken. Wir müssten mittendrin stehen. In der Motherload of Pflanzen. Aber hier ist nichts. Nüscht, gar nüscht ist hier. Aha. Da ist ein Wirselkraut. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das heißt Nest. Das machen wir gleich mal kaputt. Plof. Ja. Und... warum steht da jetzt Feires? Und die Fliegen haben keinen Bock anzugreifen. Obwohl ich gerade ihre Königin beschieße. Wow. Wow, das hat aber gedauert. So. Kann ich jetzt auch... nö, die kann ich nicht angreifen, komischerweise. Dafür kann ich hier ein Wirselkraut nicht pflücken. Doch. Also, ich sehe rote Pfeile auf meinem Bildschirm. Da ist noch ein... Oh, ist das schwer zu kriegen, das Zeug, ey. Diggi. Ja, da ist doch was die ganze Zeit, aber... Ich kann es einfach nicht auswählen. Wirselkraut. Ja. Prima, Radon Labs. Wirklich klasse gemacht. Ja, aber das Spiel an sich ist schön und es ist auch ganz super und hast du nicht gesehen. Ach ja, und ich werde immer wieder gefragt, so, also zum Beispiel von Alphons, was ich denn nun besser finde, Drakensang oder Drakensang am Fluss der Zeit. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, auch hier im Let's Play. Wenn nicht, dann tue ich es jetzt. Also, oh, da ist ja noch ein Feuerfliegennest. Wenn nicht, dann erkläre ich es jetzt. Also, es ist so, soweit ich mich erinnere, war ich damals übelst enttäuscht irgendwie, nachdem ich Drakensang gespielt hatte und dann am Fluss der Zeit anfing. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund.
Bisher kann ich hier jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie negativ beeindruckt wäre, wenn man das so sagen kann. Na, wirst du wohl. Meine Güte. So. Ja, der. Autsch, jetzt habe ich das Mikrofon. Autsch, jetzt habe ich das Mikrofon geschlagen. Das muss ich irgendwie blenden. Das mag ich gar nicht, weil dann ist immer so ein Pegel in der Aufnahme drinne. Und dann funktioniert das so richtig mit meiner Soundbearbeitung nicht. Wäre jetzt ein bisschen schwer zu erklären, das Ganze. So, da ist die Königin, die kriegt mal einen extra Bo Bonus obendrauf. Können wir das da auch, ja? Können wir? Hallo? Also irgendwo manchmal, ne? Aber nur manchmal. Siehst du das? Und da flattert irgendwas in der Erde rum. Ei. Pyrus, komm mal her, du bist doch unsere Zerlegemeisterin. Ja, mach ruhig mal. Honk? Honk, hilf mal der Dame. Niemand soll sagen, dass wir hier Frauen alleine kämpfen lassen. Auch wenn sie das mit Sicherheit gut kann. Oh, da kommen noch viel mehr. Oh, jetzt hat sie einen abgekriegt. Was macht das für Geräusche? Ui, jetzt ist sie auch noch vergiftet. Ist das vorübergehendes Gift oder? Ja? Aber sie kann sich ja mal ein Clarum Purum geben. Genau. Mit der Pfeife im Mund. So, dann ist das Gift auch gleich weg. Ja, doch reichlich was abgekriegt eben, ne? Feiris, du Ich könntest mach mal das schon. versuchen, ja genau, die Feuerfliegenkönigin zu enthäuten. Hat sie versagt? Ja, sie hat versagt. The fuck. Ja. Dann holen wir uns das im in the process sozusagen. Also wir kriegen da auf jeden Fall noch ein bisschen Loot raus. Ein bisschen Loot tut gut, Horsti. So, der Horsti. Ja, Horsti, hab das gesehen, wie du da mit den Amöben deine liebe Not hattest. Ich kann dir sagen, ich auch am Anfang. Aber das Wichtigste halt bei Drakensang, also bei diesen Spielen ist das Wichtigste, dass du halt deine Gegner beobachtest und feststellst, wo die Schwächen, wo die Eigenheiten sind. Und die Amöben haben halt nun mal, so viel ich gesehen habe, überhaupt gar keine Schwächen. Sondern ihre große Stärke ist, dass sie äußerst schnell regenerieren. Und bei solchen Gegnern ist es gut, die Truppe dann halt nicht zu zersplittern, indem man oder die Kampfkraft aufzuteilen auf mehrere Gegner, sondern alle auf einen. So, Honk, du bist ein Arsch. So, das sage ich einfach mal so. Ah, schäbige Kiste. Looty Loot. Bisschen Loot tut immer gut. So. Ja, jede Menge Bastelkram. Also das, da hat wohl Radon Labs dann ein bisschen viel gelernt. Sag jetzt mal. Oh, das sieht so schön hier aus. Guckt euch das an. Da ist das kleine Städtchen Nadoret. Da sitzen zwei Fischer. Da kann man nicht weiter. Wir können momentan Nadoret nicht auf dem Landweg verlassen. So viel weiß der alte Großvater noch. Ach, guck mal. Noch mehr Loot. Stärker Schnaps. Geil. Seht ihr nicht, ich habe zu arbeiten. Ja, so möchte ich auch mal arbeiten, indem ich einfach in der Gegend rumstehe. Geile Arbeit, Diggi. So. Guck mal, das sind die Dinger, die so schön Puff machen, wenn er versagt. Jetzt wollte er uns gerade das mal nicht zeigen.
Also mich würde es nicht wundern, wenn hier noch irgendwo ein Fliegennest wäre. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Wie viele Stacheln? Ich muss gleich mal gucken. Na, dankeschön. Questgegenstände 4. Hm, toll. Hatten wir nicht schon längst viel mehr Fliegennester platt gemacht? Naja, gut. Dann müssen wir noch 6 Mal. Ich glaube, in der heutigen Aufnahme ist es so. Alter. Haltet ein, Honk. Schlachtet nicht das Pflanzenreich. Oh, schön. So, hier irgendwo hier oben war die die Mühle, meine ich. Nicht die Mine. So. Digga. Ja gut. Ach so, wir haben die Königin noch nicht platt gemacht von denen. Ja, das lässt sich erledigen. Die kriegt mal ein besonderes Geschenk. Na nun, mach schon. Alter. Erinnert mich an einen jungen Honk von Honk, an einen jungen Georg von Alion, der stundenlang mit den Armen rumgewedelt hat, während er einen Zauberspruch machen sollte. So, jetzt haben wir den Fliegenstachel eben gehabt, hast du gesehen? So. Macht Feieres eigentlich auch noch irgendwas oder hält die da hinten Maul auf Maulaffenpfeil? Meine Güte. Was ist heute mit mir los? Bin ich irgendwie tatsächlich ein wenig erkrankt? Kann das sein? Das sah aus wie eine und jetzt sind es 3. Ihr seid hinterhältig, ihr Kackflie... Entschuldigung. Ihr Stuhlfliegen. So. Oh, es sind 4. Da fuck. Alter, mach sie platt, ehe sie dich... Das sind 5. Alter, fehlen ja nur noch 6, ne? Dann kann er mal 6 haben. Mach, ehe die dich töten. Ja, er kann nicht mehr. Oder? Er müsste doch... Mann. Also manchmal... dann macht Feieres die einfach mal eben platt. So. Ja, ist mir doch egal. Hauptsache, sie sind platt irgendwie. So. Ob wir die Königin da hinten noch finden, dann kann Feieres noch mal beim Häuten versagen. Ja, die finden wir jetzt hier nicht, die ganzen kleinen Viecher. Feieres, kommst mal her. Es heißt nicht was, es heißt wie, bitte. So. Wird gemacht. Ja, Radon Labs, alles in Ordnung. Eorla. Aber sicher. Ja, Radon Labs, alles in bester Ordnung. Gut. Nein, sie kann sie nicht häuten, sonst läuft sie in den Baum. Alter, ist das blöde. Folgt mir. Nein, dir folge ich auf keinen Fall. Du willst in den Baum rennen. Das ist nicht gut. Alter Verwalter, was soll das denn? Na gut, dann gehen wir mal da hoch zum Müllermilch und machen da mal die Queste zu Ende. Ich sehe auch schon die nächsten Bären, wo der Georg mal wieder... der Georg nicht, nein, 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 der Honk von Honkheim. Muss mir das angewöhnen, fehlen kann. Ach, hier war ja auch noch eine andere Sache, wo wir nichts machen können. Ach ja, und ich habe mir diesmal vorgenommen, mal ein paar Sachen anders zu machen als das letzte Mal, vor ewigen Jahren, als ich das gespielt habe. Auffälliges Fass. Hä? Aus diesem Fass dringt ein seltsamer, fremdartiger Geruch. Mhm. Wahrscheinlich Schweinekacke. Entschuldigung. Schweinarsch. Ja, wollte ich vorhin gerade sagen. Ich glaube, Radon Labs hat es ein bisschen übertrieben mit dem Bastelloot. Da war ja letztes Mal ein kleines Problem. Wisst ihr noch, die Lederbänder? So. Hallo, was gibt's? Müller-Dinkelfein. Ich habe hier eine Lieferung von Olbin für euch. Ah, danke vielmals.
Nehmt doch bitte diese Münzen als Belohnung für eure Mühe. Auch ein geiler Voice-Actor wieder.